Sicherheitsproblem im Westin Hotel in Hamburg. Hier ist der Hon mit der absolut brutal ehrlichen Hotelkritik. Und es geht hier im Westin schon damit los, dass es ein Sicherheitsproblem mit der Tür gibt. Hallo und herzlich willkommen. Ja, Sicherheitsproblem. Ich meine, damit habe ich auch noch nie angefangen. Das war etwas ganz Neues. In The Westin, auch ja ein neues Hotel in Hamburg, in der Elbphilharmonie. Und ja, The Westin ist ja auch ein Hotel aus der Reihe The Bonvoy Marriott. Also als Ambassador-Member habe ich hier eingecheckt und kam nach oben und musste erleben, dass die Tür auf war. Woran lag das? Das Problem ist, dass wie immer es an Personal mangelt. Das heißt geschultes Personal. Hier im Westin Hotel dieselben Probleme wie in vielen anderen Hotels. Aber hier ist es noch ein bisschen deutlicher und ich meine, hier will man ja auch 5 Sterne sein. Das habe ich gleich zu Anfang gebracht. Ist das ein Hotel 5 Sterne-like? Ich wollte es natürlich wissen, darum habe ich den absoluten Test gemacht und wurde, naja, überrascht und überrascht. Jetzt die brutal ehrliche Hotelkritik. Fangen wir mal ganz von vorne an. Der Hon fährt ja, wenn er in Hamburg ist, Hamburg-Taxi 211211. Was war diesmal das Problem? Ich komme hier am Hotel an und dann wollte der nicht zur Einfahrt fahren, also das heißt zur Westin-Hotel-Einfahrt. Der wollte mich schon ein bisschen vorher rauslassen, so in dem Motto, können Sie doch rüberlaufen. Ich hatte aber ein bisschen mehr Gepäck dabei, weil ich ja länger unterwegs war und bin. Heißt also, ich habe gesagt, hören Sie mal, da muss es doch direkt einen Eingang geben, weil ich war ja neu, ich hatte keine Ahnung. Und dann sagt er, ja, aber da muss ich nachher durch die Garage wieder rausfahren. Guck mal, habe ich gedacht, für einen 211er war das ein absolutes No-Go. Na gut, ich habe ihn also überredet, habe gesagt, das ist mir völlig wurscht. Sie fahren jetzt da vorne hin und dann bin ich da ausgestiegen. Gepäck also raus, der ist aber dann rückwärts rausgefahren, siehst du, musste er gar nicht durch die Garage. Also was machen die manchmal für ein Terz, ne? Also man muss zu seiner Geschichte stehen und muss sich auch manchmal durchsetzen. Das gehört, wenn man Reisender ist und viel Reisender ist, auf jeden Fall dazu. Man braucht starke Charakterstärke. Das hat er auch. Kein Problem, ich setze mich da durch. Ich komme also da unten im Westin Hotel an. Was ist passiert? Keiner da. Ich klingel, kommt keiner. Nochmal geklingelt. Irgendwann kamen also 2 der Herren hier an. Sehr nett. Also es waren wirklich 2 nette Männer, die da ankamen. Und ich habe auch das Gefühl hatte, dass die ihren Job gerne machen. Also das kann man nicht anders sagen. Aber es war am Anfang keiner da. Das heißt, ich stand da allein, hatte 4 Koffer und ja, niemand da. Also habe ich mir das dann selbst auf die Karre gepackt. Dann zwischendurch kamen die Leute und habe gesagt, sag mal, wieso ist denn keiner da? Das kann doch nicht angehen, 5-Sterne-Hotel. Also ich habe natürlich ein bisschen derzi gemacht, weil ich gedacht habe, komm, hau mal ein bisschen auf den Putz. Also wir haben uns dann geeinigt, einer begleitet mich nach oben, der andere bleibt unten stehen. Und dann sind wir an die Rezeption. Komme da an, sind da irgendwelche Techniker am Arbeiten? Und dann sagte diese Rezeptionistin zu mir, es dauert noch einen Moment. Ich sag, sag mal, das kann doch wohl nicht angehen, hab ich gedacht. Was ist das für ein Tag? Wie geht denn das los? Im Westin, das soll ein 5-Sterne-Hotel sein. Da habe ich gedacht, ich glaube, mein Vogel braucht Wasser. Ich habe mich dann aber gleich artikuliert und gesagt, hören Sie, ich setze mich jetzt hier vorne hin, aber es muss bald losgehen, weil ich möchte ganz gerne einchecken. Und ich habe mich kaum gesetzt, schon kam einer und sagte, Sie können jetzt einchecken. Ich meine, veräppeln kann ich mich ja auch. Also ich meine, da muss doch so ein Hotel auch ein bisschen an diese Grundstandard-Service-Möglichkeiten denken. Es ist so, es gibt kein Personal, es gibt kein gut ausgebildetes Personal. Und ich meine, die Rezeption, die dann nur ein Smiley aufsitzt, das reicht mir nicht aus als Gast. Vor allen Dingen nicht als Ambassador. Da erwarte ich natürlich schon ein bisschen mehr. Also haben wir dann angefangen, das Eincheck-Prozedere zu machen. Ich habe gleich am Anfang gewartet, ist alles auf dem Zimmer? Also, gibt es genug Bademäntel, gibt es genug Bodylotions und Shampoo und gibt es Q-Tips und so weiter? Hieß es, alles oben. Da habe ich gedacht, was soll's? Vertraue ich mal der jungen Dame. Ich gehe mal davon aus, es klappt. In der Zwischenzeit hat der junge Mann, der mich hochbegleitet hat, der hat gewartet. Hat auf meine Sachen aufgepasst. Fand ich toll. Also da muss man schon wieder sagen, ist schon wieder ein Go. Warte, ich habe gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit dem Willkommensgeschenk? Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Das Willkommensgeschenk ist wegen Corona eingestellt worden. Ich habe bis heute, ich bin schon hier im Hotel, bis jetzt noch kein Geschenk bekommen. Eingestellt? Ja, ich meine, da stelle ich die Bezahlung ein, oder? Da sage ich, die Bezahlung ist eingestellt wegen Corona. Mal gucken, wie die reagieren, wenn ich auschecke. Das sind alles so Dinger. Ehrlich, da frage ich mich, wie ist das möglich? Das ist absolutes No-Go. Ich bin dann mit dem jungen Mann nach oben, der hat mir dann das Hotelzimmer erklärt. Er hat gesagt, passen Sie auf, also diese Fenster, die sind sicher, die sind dunkel, aber nicht 100%. Das heißt, man könnte vielleicht reingucken, vorsichtig, wenn sie hier nackt stehen. Guter Tipp.
Ja, ich meine, man denkt immer, ist alles dicht. Auf einmal stehst du da und dann haben die da hinten ihre Fernrohre, weil sie wissen, hier kannst du dementsprechend viel sehen. Also, diese Fenster sind nicht 100% dicht. Vorsichtig, speziell wenn innen Licht ist und außen dunkel, dann kann man natürlich besonders gut reingucken. Kommen wir zu diesen Fakten, was das Zimmer anbelangt und deswegen gleich zum Schock. Ich komme hier an, war die Tür offen. Also nicht offen, dass sie aufstand, sondern die Tür hat ein Problem. Die geht nicht ganz zu. Wenn man sie also zufallen lässt, dann knackt die, bleibt stehen und da ist sie offen. Wenn also die Zimmermädchen hier nicht gucken, dass das die Tür zu ist, geht die Tür nicht zu. Und ich habe das zweimal im Hotel. Zweimal, obwohl ich es wirklich erwähnt habe, war das Thema da, dass die Tür auf war. Und ich habe gedacht, ich krieg einen Kasper. Ja? Oder noch das nächste Problem, was ich auch albtraumtechnisch finde, was überhaupt nicht geht. Ich liege noch im Bett, habe draußen bitte nicht stören. Es klopft jemand und kommt jemand rein. Ich sag mal, hack das, morgens um 9 oder wann? Ich meine, das ist eine Frechheit, mich so zu wecken. Ist eine Unverschämtheit. Ich bin fast aus dem Bett gefallen. Die haben gesagt, wie kann das denn sein? Ich habe doch ein Schild draußen stehen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, I'm sorry. Ja, weil wie, I'm sorry. Das geht nicht. Das ist eine private Verletzung meiner Privatsphäre. Sobald da draußen ein Schild steht, nicht stören, ist dieser Bereich für mich privat gemietet und nur wenn hier eine kriminelle Handlung stattfindet, darf man hier reinkommen. Ansonsten darf hier keiner rein. Auch nicht zwischendurch. Ich mache ja immer auch den kleinen Test, ich mache die Tür zu und dann mache ich so ein kleines Stück Papier unten rein. Und wenn ich zurückkomme und das Papier liegt unten auf dem Boden, dann weiß ich was? Es war jemand im Zimmer. Und das kläre ich natürlich mit dem Hotel. Ist ja logisch. Natürlich habe ich unten bei der jungen Dame gefragt, ist denn auch die Erwartung auf ein VIP-Treatment auf dem Zimmer? Ja, wir sind ja vorbereitet, das sollte auf jeden Fall der Fall sein. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die vorne an der Rezeption ein bisschen zickig war, nur weil ich ein bisschen schwieriger war. Ja? Ich war eben nicht ganz so freundlich, sondern ich war das erste Mal da, es ging nicht richtig gut los. Da habe ich ja natürlich erwartet, dass sie das auffällt. Das hat sie aber nicht gemacht. Also da fehlt auch noch ein bisschen Nachschulung. Und ich kam dann auf Zimmer und was war auf dem Zimmer? Nichts. Ja, es war weder ein Schokolädchen, noch eine Banane, noch eine Orange da. Noch nicht mal ein herzliches Willkommen vom General Manager oder vom Guest Relation Manager. Das muss ich sagen, ist schon dramatisch. Nachdem ich das dann nochmal angefragt habe, weil ich dann runtergegangen bin und gesagt habe, ich habe noch nicht mal eine Espressomaschine hier oben. Ich meine, einen Kaffee, einen Wasserkocher hier hinzustellen für ein bisschen ich meine, Entschuldigung, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Das erwarte ich im Mercure-Hotel oder ich weiß nicht, im Ibis. Aber ich erwarte doch hier nicht einen Wasserkocher. Einen Wasserkocher, der hier steht und da, wo ich mir einen Tee oder irgendwie so einen aufgebrühten Kaffee machen kann. Also, Kinder, ehrlich, also, ich weiß gar nicht, welche. Wir sind in Hamburg, Hummel, Hummel, Moos, Moos. Da erwartet man doch klasse, hier sind doch hanseatische Kaufleute, hier ist doch top on top, oder nicht? Oder hat sich das so komplett verändert, dass man sagen kann, das bringt überhaupt keinen Spaß mehr, hierher zu kommen, in diese tollen Hotels? Gibt es diese tollen Hotels? Und das Hotel hätte die Variation, toll zu sein und auch 5 Sterne. Jetzt fehlt es natürlich nur an gutem Personal und an Leuten, die die Qualität auch umsetzen. Also heißt, ich habe dann Bescheid gesagt, können Sie mir noch eine Nespresso-Maschine irgendwo aufs Zimmer bringen und so. Und mit dieser Geschichte kam dann eben also ein bisschen Käffchen dazu und dann habe ich die Kapseln gehabt und dann irgendwann hat es auch geklopft und dann wurde mir ein paar Cashewnüsse und eine kleine Karte serviert. Ja, wir wollten Ihnen das doch geben, ich meine Kinder. Also mehr liebloser geht es ja gar nicht mehr, oder? Ich meine, das ist schon dramatisch. Ich finde das wirklich dramatisch. Es ist... Ich weiß nicht, wieso man sich so wenig Mühe gibt in Zeiten, wo man sich doch extrem viel Mühe geben müsste. Und ich habe mich auch mal unten an die Rezeption gesetzt. Es ist nicht so, dass die permanent im Stress sind. Es ist ja nicht viel los. Das Hotel ist ja gar nicht ausgebucht. Also ich meine, was machen die denn, wenn es ausgebucht ist? Wenn jetzt hier wirklich Leute da wären, wo richtig Bums wären? Ich meine, da wäre ja Chaos. Da würden die ja gar keinen Service mehr bieten. Diese Dinge finde ich dramatisch, ich finde es schade und es ist auch enttäuschend, weil man ja auch davon ausgeht, dass man ja auch als Gast, der ja auch öfter in dieser Kette unterwegs ist, dass man ein bisschen mehr als Standard, unterer Standard-Service bekommt. Und im Moment, der Service hier im Haus, im Westin, in der Philharmonie, ist wirklich unterer Standard, was den Service anbelangt. Und ich habe mir ja diese Dinge auch in die Kritiken angeguckt. Die Kritiken bei Marriott selbst auf der Seite und auch bei Google und in den Hotelforen sind unterirdisch. Also wirklich albtraumtechnisch und überhaupt keine Experience und so. Und das ist das, was fehlt. Es fehlt einfach das Hotel-Experience. Ich meine, da muss der Hoteldirektor, wir müssen ja dafür stehen am Kopf, der muss dann eben aus seinem
Ja, aus seiner, wie sagt man, aus seiner Blase, aus seiner Managerblase muss er mal ein bisschen raustreten und muss mal mit anpacken. Muss dem Personal zeigen, wie Kundenservice geht. Und wenn er das nicht kann, muss er den Job wechseln. Hat mich wirklich enttäuscht. So, jetzt habe ich so viel über die Albträume in diesem Hotel erzählt. Ich habe auch gute Dinge erlebt, wirklich. Ich habe gute Dinge erlebt. Also erstmal, das Bett ist fantastisch. Man schläft wirklich gut, ist ein klassisches King-Size-Bett und ich meine, der Blick nach draußen ist fantastisch. Ich finde diese kleinen Show-Effekte, die man hier mit den Gardinen machen kann, die dann auf und zu gehen. Ich mag sowas. Man drückt da drauf, dann geht die Gardine zu. Ja, und dann drückst du nochmal drauf, dann geht die zweite Gardine zu. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, dann geht die Gardine wieder auf. Und wenn man dann nochmal drauf drückt, dann geht die Gardine nochmal auf. Also ich finde, sowas ist spaßig. Da hat man dran gedacht. Ich finde auch die Designgeschichten, Lampen, ja, die hier so sind, alle. Es gefällt mir, diese hohe Decke, das Badezimmer. Auch da habe ich dann gesagt, haben Sie Q-Tipp? Nichts war da. Musste ich also wieder unten Bescheid sagen, bringen Sie mir doch mal die Q-Tipps hoch. Ja? Und auch die Bodylotions und noch ein zweites Handtuch, weil ich habe es ja extra notiert. In meinen persönlichen Einstellungen steht ja bitte eine zweite Geschichte Handtücher. Ich meine, mehr als notieren kann man doch nicht. Also muss ich eben noch mehr machen. Ich muss es auch noch fragen. Ich muss also betteln regelrecht darum. Ist, finde ich, schade. In 5 Sterne muss man ein bisschen mehr ablesen, ja? Und vor allem, wenn es auch noch um Luxus geht. Hier will man ja auch Luxus verkaufen. Aber dennoch, Qualität der Zimmer ist in Ordnung. Ich finde auch das Helle und Freundliche in diesem Zimmer sehr, sehr schön. Das macht mir Freude. Dann, wenn man, wie ich jetzt, im 19. Stock ist, also ganz oben, wo ja auch die Club-Area ist, ist ein Highlight. Also das zu bekommen, das dort zu erleben, so wie eben auch die Club-Lounge, die nett geführt ist. Also ich würde mal sagen, es ist also da so ein Abwechsel, einmal Mann und Frau, die also die jungen Leute machen dort einen versucht netten Service. Man könnte das natürlich noch perfektionieren, wenn man wirklich interessiert ist, einen Luxusservice anzubieten, weil die Club Lounge gibt das her. Sie ist schön groß, sie ist angenehm gestaltet, sie hat eine gute Grundqualität. Es gibt ein schönes Frühstück, es gibt am Nachmittag noch so kleine Reste vom Frühstück, also es gibt noch ein bisschen Obst und man kann schön Cappuccino machen, man kann sich Wasser holen, man kann eine Cola trinken. Also es ist also für alles gesorgt und am Abend, so ab 17.30 Uhr, beginnt ein kleines, ja, ich würde nicht sagen ein großes Abendessen, aber immerhin mehr als bei manch anderen Club-Lounges. Es gibt zum Beispiel, was gab es jetzt gestern, gab es also ein Kalbsgulasch, dazu gab es dann Bratkartoffelchen, es gab Salat, es gab ein Bier, es gab Wein, Sekt. Also ich finde, die Auswahl ist in Ordnung. Was man noch so ein bisschen beim Frühstück machen könnte, gerade bei den Wurst- und bei den Lachsgeschichten, die müsste man noch ein bisschen anders abdecken, weil wenn die länger stehen, das heißt, die stellen das morgens um 7 Uhr dahin und dann steht das dann bis um 11 Uhr in der Zeit. Und da trocknet das natürlich aus. Da müsste also irgendwie noch eine Haube drüber, damit man das nicht ganz so ausdrücken. Oder man muss eben auch sagen, okay, wir legen was hin zwischen 7 und 9 und erfrischen das nochmal zwischen 9 und 11. Dann wäre das für uns Gäste nochmal toll. Dann habe ich erfahren, wenn eben nicht so viel Personal da ist wie gerade und es schwer Personal zu kriegen, dann gibt es auch kein Spiegelei oder sowas. Das haben die mir dann gemacht, weil ich drauf, ja, nicht bestanden, aber ich habe gedacht, Mensch, es wäre schön. Und dann sagte sie, ja, ich habe auch gerade Zeit, das mache ich für sie. Also ist sie runter. Ich finde das toll, dass sie es gemacht haben, aber es ist nicht Standard. Es gibt dann so ein Rührei und Zeug. Und ihr wisst ja, Rührei, da weiß ich immer nicht, ist das wirklich eine gute Qualität? Ist es von einem Ei auch gemacht oder ist das aus so einer Tetrapack-Geschichte? Deswegen sind Spiegeleier immer noch die realste Version eines frischen Eis. Aber dennoch, die Club Lounge hat mich überzeugt, die Qualität hat mich überzeugt und ich war gerne dort. Was man noch erwähnen sollte ist, die Club Lounge ist nur geöffnet von Montag bis Freitag. Am Wochenende ist die Club Lounge zu, weil kein Personal da ist. Das muss man sich mal überlegen. Ich mache die Club Lounge zu, weil kein Personal da ist. Also ich frage mich, sollen sich Hotels schließen? Wenn jemand kein Personal hat, muss er das Hotel schließen. Warum soll ich auf diese Serviceleistung verzichten? Na gut, nun bietet man mir dann an, okay, dann kann ich zum Frühstück kommen und dann kann ich noch am Abend, wird man dann so einen Extra-Bereich aufmachen, wo man dann so ein bisschen sitzen kann. Aber Entschuldigung, eine Club-Lounge ist eine Club-Lounge. Wir wollen ja als, sagen wir mal, besondere Gäste, VIP-Gäste nicht mit der Masse frühstücken, sondern wir wollen ja getrennt davon frühstücken. Es ist doch angenehm, wenn ich da gemütlich sitze, mein Croissant und mein Cappuccino trinken kann und das ungestört. Als wenn da so ein Massenpublikum eben kommt, nun ist es nicht voll. Aber dennoch, es ist ja, wenn es voll wäre, wäre das Massenpublikum ja da. Also ich finde, da müssen die Hotelleute einfach noch ein bisschen nachjustieren. Und es zahlt sich aus, eben rechtzeitig gutes Personal zu suchen und die dann auch zu halten und die eben gut zu entlohnen. Da ist Pflege und da ist eben das Miteinander. Und das hat man die ganzen Jahre versäumt. Und jetzt kommen die Probleme. So ist es eben, hat der Honja lang gesagt. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Problemen, die hier in dem Hotel zu finden sind. Nämlich, ich habe gedacht, so abends um 22 Uhr,
Was riecht denn das jetzt hier so nach Kantine? Da müsst ihr euch vorstellen, da kam durch die Klimaanlage da oben, kam Essensgeruch. Also wirklich richtige wie so in eine Kantine. Und ich dachte, das kann nicht angehen. Also habe ich dem Bescheid gesagt. Können Sie mal gucken, ob noch jemand da ist, der mal prüft, warum hier Essensgeruch kommt. Da sagt er, wir haben jetzt keinen Techniker mehr da. Den können wir morgen früh Bescheid sagen. Wir bieten Ihnen aber an, ein anderes Zimmer, wo Sie schlafen können. Und da habe ich gesagt, aber dann nur zum Schlafen, weil wechseln will ich nicht. Ich habe ja ein schönes Zimmer hier. Ich habe einen tollen Blick. Also von der Seite jetzt zu wechseln. Und es war gut. Das wäre dann der Blick zum Wasser gewesen. Hat mir nicht so gefallen. Also der Blick zum Wasser ist nicht so toll wie der Blick in die Stadt. Mein Hamburg, Umlobel, Wurstbox. Heißt also, ich habe dann in einem anderen Zimmer geschlafen, kam dann zurück, habe denen Bescheid gesagt, sie sollen mal gucken. Und was kam raus? Sie haben die Klimaanlage sauber gemacht. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Dann machen die Klimaanlage jetzt sauber, wo die Gäste da sind. Das muss man sauber machen, grundsätzlich. Eine Klimaanlage muss grundsätzlich sauber gemacht werden. Das gehört einfach dazu. Ich meine, selbst in meinem Auto, ja, mache ich die Klimaanlage mit jeder Inspektion automatisch mit, speziell nach dem Ende einer Sommersaison. Und so muss man das auch hier machen. Wenn hier die Saison auch in einer gewissen Form zu Ende ist, speziell wo jetzt auch Corona ist und wenig Leute da sind, ist doch die Zeit, die technischen Dinge zu machen. Und nicht, wenn das Haus wieder voll ist. Was ich auch überhaupt nicht verstehen kann, ist schlechtes Internet. Wie kann denn das Internet hier auf einmal langsamer werden? Auch wieder so, ab 20 Uhr wird das Internet auf einmal langsamer und dauert bis 24 Uhr, bis es wieder ein bisschen schneller ist. So, und dann muss man feststellen, es ist insgesamt relativ lahm. Finde ich schade. Internet lahm in einem Hotel 5 Sterne in Hamburg? No go. Dann habe ich einen Test gemacht, weil mich das auch wahnsinnig macht. Wenn ich auf einen Telefonservice-Express-Knopf drücke, heißt, ich drücke da drauf und muss über 2 Minuten warten, bis einer abnimmt. Also, naja, kein Personal. Mir fehlen da Worte, mir fehlt da das Verständnis für all diese Dinge. Was kann ich sagen zu meiner brutal ehrlichen Hotelkritik zum West End Hotel? Es ist natürlich schön. Es ist ein Hotel, wo man gerne mal übernachten kann. Ich würde sagen, 1 bis 2 Nächte, überhaupt kein Problem. Stellt euch aber bitte darauf ein, dass gewisse Mängel hier sind, dass man als Mitglied, ja, man kriegt ein Upgrade und man hat so die Club Lounge und man hat diese Dinge. Wenn, und das kommt jetzt auf diesen Punkt an, wenn alles funktioniert, wird's ein schönes Erlebnis. Aber leider ist das Hotelmanagement nicht daran interessiert, uns das Erlebnis, egal was ist, zu präsentieren. Sie haben eben, ja, sie verschlafen diese Möglichkeiten. Das ist ja auch ein Marketing-Effekt. Speziell, wenn Menschen wie ich da bin, der ja auch, ist aber an die Follower diese Informationen gibt, die dann auch wissen und sagen, oh, da sollte man vielleicht lieber nicht hingehen. Oder man sucht sich ein anderes Hotel. Also von der Seite, da müssen Hotels gerade jetzt besonders den Hintern hochkriegen. Es müssen Managements in den hohen Etagen aus ihrer Managementblase raustreten müssen für die Mitarbeiter, wie ich es gesagt habe, ein exzellentes Vorbild sein. Nur dann wird man wirklich auch im Hotelbereich gutes Personal und vor allen Dingen gute Kunden mit einer guten Führung insgesamt haben, damit das Haus nachher für uns Kunden, und nochmal, es geht ausschließlich darum, dass wir Kunden, die es bezahlen, einen exzellenten Service bekommen. Und der ist hier im West End Hotel Hamburg 50-50.